Hallo miteinander! Hallo miteinander! So, da wären wir wieder. Wir machen jetzt ein Training für die Gruppe 5. Das ist gewünscht worden, dass sie das ganz allein haben dürfen, mit einer anderen Klasse zusammen. Das finde ich super, dass wir so Freude haben und mitmachen. Es ist wirklich lässig. Da zeigt euch die Übung schön vor. Ich kann euch erinnern, was wir auch noch korrigiert haben vor den Ferien. Wir machen zwei Plie ohne Arme. Ihr denkt an den Ellbogen irgendwo da. Ihr haltet euren Ellbogen. Zwei Plie ohne Arm. Einmal Grand Plie, einmal Penché, nur bis 90 Grad. Öffnen und auf die letzten vier Tage haben wir Tendu setzen. Immer den Positionswechsel. Also nicht zu schnell. So. Musik. Kommt da noch etwas? Ja, ja. Das ist jetzt immer so Sachen, die nicht ganz mitspielt. So. Schön langsam. Und Plié und strecken. Ihr denkt an Ellbogen und Grand Plié. Aufrichten, öffnen. Arme in die erste, Kopf an die Seite, Bosch vor, wie ein Joya, denken daran, gerade Rücken. Aufrichten, Tendu, abstellen, stehen wie den Ellbogen. Und Plié, jetzt wirklich schön tiefe Plié, Knie gut drücken. So zwei. Sophia, gell, mit den Plie immer dran denken, dass die tief sind und nicht klein, die sind gross. Den Arm holen, den Kopf drüllen, Penché zur Stange, Adriana, wirklich den Kopf drüllen, aufrichten, spitz und vierte. Da jetzt wieder ans hintere Knie denken, die Mund. B ganz gut an die Seite, die Knie. Grand Plié. Und auf den Kopf. Den Arm holen, den Kopf. Dann das Penché wieder aufrichten. Den Arm öffnen, Tendu. Schliessen. Jetzt nochmal die Plié drücken. Sophia, wirklich tief in Plié. Das gibt nachher die guten Sprünge. Und jetzt ganz gerade bleiben. Kein Millimeter vorne lehnen. Und aufkommen. Und rollen. Erste Armposition. Balancieren. Öffnen. Allongé. Schliessen. Genau. Jetzt, bevor wir die andere Seite machen, wollte ich noch mal schnell wegen der Penché Seite. Also, du holst den Arm, du drehst den Kopf, dann dreht er wirklich Maximum. Adriana tut meistens irgendwo noch zu mir güchseln. Und die Seite, und dann sehe ich wirklich euch nur von der Seite. Und das Penché vor, kannst du vielleicht mal ein bisschen so stehen. Denken Sie daran, Vivian und Joya haben immer das Problem, dass sie angefangen haben. Nein, mit den Schultern vorausgehen, dann gibt es noch ein Buckeli. Dass sie daran denken, dass er weit da, ich habe noch meistens da ein bisschen Druck, dass er mit den Rippen vorausgehen. Und dass es nachher wie ein Tisch ist. Ich kann einen Teller draufstellen. Das können wir gerade noch ausprobieren. Ja. Vielleicht haben wir noch ein paar Früchte. Oder ist es gerade etwas schwer? Funktioniert. Jetzt machen wir einen Buckel. Jetzt wird es heikel. Dann fliegt er wahrscheinlich runter. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Einfach, dass ihr daran denkt, vor allem Joya und Vivian mit dem Penché vor. Bis er das Gefühl mal gefunden hat, nachher geht es dann innen. Machen wir die andere Seite. Ja. So, mit der Musik muss ich noch üben. Schön in den Ellbogen denken und Knie drücken. Plié.
kommt schön tief, die Pliege tiefer, desto besser ist die Bettreue Sprung. Langsam und auf komm. Und Arm, Kopf, Patsche vor, wieder in die Pliege. Und auf komm. Arm öffnen, Tandü. Stehen bleiben. Und plié und strecken, plié und grand plié und jetzt wieder den Arm holen, den Kopf drüben, penché sein, seht ihr, das ist ganz von der Seite, aufrichten und spitz, vierte Stab. In der vierten immer an die Knie denken. Nicht das Hinterknie gegen vorne fällt, es bleibt ganz an der Seite. Und gerade hier. Und aufrichten. Und Arm, Kopf, und zurück. Und aufrichten. Spitz. Schliessen, starr. Spannend, und für uns Kinder auf. Joya, gell? Immer stolz wie eine Prinzessin. Ne? Nicht gegen den Boden schauen. Blie. Und langsam. Sehr gut. Und rollen weg. Balancieren. Und öffnen. Machen wir dann die aus der ersten. Der Arm bleibt dann auch einfach stur. Wir haben dann die Ferse spitz zu. Eins, dann die, eins, sutten. Dann an Zeit, dann die Ferse spitz zu. Eins, dann die, eins, sutten. Hinauf, Seite auch. Immer in der ersten. Arm bleibt. Es ist vor. Ferse, spitz, schliessen. Da und du. Zu. Sutten. Zu. Jetzt decken der Seite. Immer den Ferse vor. Da den Ferse vor. Wieder Amelie, Jana. Bei euch habe ich auch gesehen. Wirklich immer den Ferse vor. Sutten. So, jetzt hinten aus, Knie bleibt wie an der Seite zu mir. Dann ist die Ferse auch ganz auswärts. Dann wir denken wirklich alle an eure Ferse vor. Seite, Ferse, Spitz, so. Dann zu, so, dann zu, schliess. Gut, andere Seite. Und das andere, was ihr müsst dran denken, ist an den Ellbogen. Ihr habt den immer. Er wird nicht müde. Er geht nicht ab und nicht führen. Er ist immer mega schön rund. Und Tilda, gell, da musst du ganz gut dran denken an deinen Arm. Dass der wirklich bleibt. Und wieder immer als Ferse vordenken.
alle aus der dritten Position. Wir machen 3 vorne, 1 plié. Wenn Seite, dann müssen wir jetzt wieder wechseln. Denken wir daran, wechseln, wechseln, wechseln. Sonst geht das nicht auf, plié. Dann hinten schliessen wir auch wirklich in die dritte. Manchmal wollen wir immer in die erste schliessen. Es bleibt in der dritten, dann wieder Seite. Anschliessend machen wir ein Höhlenweg. Und dann schön eine halbe Wendung. Warten, warten, warten. Und jetzt sehen wir, das Wichtige ist der Ellbogen, der Arm, einen geraden Rücken und wieder eine halbe Wendung. Und nicht schwanken. Und ihr müsst, wenn ihr dreht, dran denken, also diese Hand genügend mitnehmen. Vivienne oder Jan haben es manchmal hinter euch in den Arm. Der ist aber wieder vor euch. Es ist wie wenn ihr so drehen würdet. Dann heben. Probieren wir das. Gibt uns Kommando für die halben Wendungen. Auf, stehen, zu, stehen, zu, down, zu, plie, sit, zu, sit, zu. Und plie. Habe ich als Kommando vergessen. Das ist ja schön, aber ja, doch. Dann mache ich doch mit der anderen Seite. Stopp. Zwei. Ihr trägt den Ellbogen und am Fersen vor. Eins. Zwei. Genau. Rück. Zwei langsame, die halten, spitz, zu. Halten, spitz, zu. Dann machen wir 3 ein bisschen schneller. 1, 2, 3. Jetzt kommt hier meine Rechnungsaufgabe. Wir rechnen immer noch. Rechnen. Ella kann super gut rechnen, habe ich also gefunden mit ihr. Gell? 2 langsame. Und dann 3 schnell dazu. Ich wette, dass du jetzt wieder ganz genau weißt, dass es 5 gibt. Die kann man einfach zusammenzählen. Das ist wurscht, ob das Schöte sind oder ob das Äpfel sind. Und wenn wir jetzt das Ganze vorne, Seite, hinten, Seite machen, dann gibt das ja 4x5. Und ich kann dir sagen, die schnellste ist immer Sophia. Die wird mir jetzt gerade sagen, 20! Ich kann so gut rechnen. Es ist eben super, die können alle so gut rechnen in dieser Klasse. Wow. Also wir haben 5 vorne, 2 langsame, 3 schnelle. Wir machen es gleich an der Seite. Gibt nochmal 5, hinten nochmal 5, Seite nochmal 5. An der Seite müssen wieder die Füße wechseln, sonst funktioniert das dann nachher nicht mit diesen Schütteln. So, machen wir Musik. Halten, spitz, zu. Halten, spitz, zu. 1, 2, 3. Wieder. Halten, spitz, zu. Halten, spitz, zu. 1, 2, 3.
zwei, drei. Genau. Rück fest. Knie strecken. Alle Hände denken an die festen Knie. Mal Bilder, denkst wieder an den Arm und feste Knie. Und Adriana streckt sich auf, auch ganz gross machen. Joya auch wieder das Kind ist, wo? Genau. Und schliessen und stehen und bewegen. Super. Nehmen wir die andere Seite. Denken wir wirklich an Fersen vor. Ganz gestreckte Beine, ganz schön auswärts. Und langsam über den Boden schliessen. Dann kommen wir zu 1, 2, 3. Stamm, Spitz, 2. Und 1, 2, 3. Rück, Spitz, 2. Feste Knie für alle schönen Ellbogen und immer Fersen. Vor, hoch, spitz, Fersen und Füße strecken. Denkt an, dass Spitzen schön gross sind, mit den ganz gestreckten Füßen. Ha, schliessen, stopp. Sehr schön. So, jetzt kommt meine Lieblingsübung. Das ist eben schön, ich kann nicht mehr sagen, jetzt kommt meine Lieblingsübung. Ihr wisst alle, was es zu tun ist. Sagen die nochmal alle noch. Es ist etwas mühsam. Wir machen 8 Schritte Seiten, jetzt in dem Fall ohne Arme. Er bleibt in der ersten Position. Dann die heben, dann die schliessen. So. Richtig anstrengend. Die Angelegenheit. Jetzt muss ich noch ganz schnell schauen, was denn die richtige Musik ist. Oder nicht. He? Ja. 1, 2, 3, 4. Ihr seht, wie schön ist der Fersen auswärts. Probieren wir auch. Dann die Seite, Fersen auswärts. Die Höhe ist nicht so wichtig, sondern der Fersen. Spitz zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und jetzt wieder der Fersen. Ist das Wichtige, gell? Und dass ihr da gerade sind. Nicht, dass das. Ihr könnt das im Fall auch noch hier haben, aber nicht wegen einem Liedtrend. Du kannst ein bisschen beugen da und dann da kommen wir noch so etwas überhaupt. So etwas nicht. Machen wir natürlich nicht. Okay. Nehmen wir die andere Seite. Seht ihr ja gerade, wie es schön aussieht. 1, 2, 3, 4. Zum Leben ist es dort ein bisschen knapp. Ist ein bisschen schräg stehen. Ihr könnt gerade stehen bleiben, habt ihr nur den Platz, wenn es schon so gross ist. Dann so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann die Seite. Eben halten. Und dann schliessen. Jawohl. Jetzt machen wir Runde Champ, eine normale Präparation, dann Runde Champ auf 2 Teile. Vor, Rück und wieder vor, Rück. Jetzt ihr achtet, ihr kommt nicht da vorbei, ihr kommt wieder da vorbei. Da habe ich Adriana, Vivien, die mit dem noch ein bisschen Mühe haben. Ich habe manchmal Mathilda, Ella, die das Knie nicht strecken. Also ich versuche wirklich gestreckt, immer vorstelle ich bin in der ersten. Dann komme ich wieder. Dann machen wir 4 Stück auf 2 Teile. Anschliessend, das geht jetzt schlecht, wahrscheinlich bei allen. Tun wir doch einfach vorne heben, halten, setzen. Und dann können wir noch ein Bordebras machen. Dann machen wir es rückwärts. Arabesque heben, setzen, nochmal ein Board über. Dann schliessen wir in die erste. Jetzt nehmen wir hier auf, aussuchen. Jetzt wieder das dran denken. Wie vorstellen, mein Rippli geht voraus, nicht meine Schulter gehen voraus. Dass er wieder ganz gerade kommt. Das soll er nicht machen. Genau. So, da wieder am Tisch. Ah, nein, das ist zu tief.
Notminimum 90 Grad in diesem Alter, weil es geht nur darum, dass es gerade ist. Tief, 40 Grad dreht automatisch. Das öffnen wir, dann kannst du also gerade bleiben. Und dann machen wir schön langsam ein Bassin. Da haben wir gesagt, das muss unbedingt dann über das Coudepied am Bein rauf. Dann ist da nur ein kleines Zeichen und nicht kannst du also den Fuß parkieren. Nein, richtig parkieren. Also. Ja, genau, das komme ich noch. Überhaupt Parkplatz für euren Fuß machen wir nicht, nur ein kleines Zeichen. Und er geht auch wieder an euer Bein. Aber, wenn man sagt, es ist wie bei der Grille, wo es dann so tönt. Genau. Also nicht durch die Luft irgendwo anklemmen. Genau. Das wollen wir nicht. Probieren wir die Runde schon ab. So dünn präparieren. Vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Vor, rück. Und vorne heben. Und wieder setzen. Boden dran. Stehen. Öffnen. Und rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Rück. Vor. Arm bis heben, halten, halten. Und setzen, nochmal Boden dran. Und schiessen, erste rausschauen. Ganz gerade Bansche vor. Und aufrichten. Und passen. Ganz schön am Bein ziehen. Das Knie bleibt an der Seite. Nehmt schön an. Und dann könnt ihr probieren loslassen. Hoppla. Ja, das geht nicht immer. Das ist schon so. Und schliessen Arrouché. Stopp. Prima. Die andere Seite. Eins. Stopp. Zwei. Stopp. Drei. Immer schön durch die erste. Dann die vor. Jetzt schaut ihr den Oberkörper her, lieber ganz gerade, als ob ihr gar nichts machen würdet. Und setzen. Arm erste, dritte, öffnen. Und jetzt wieder durch die erste. Und alle auf das achte haben. Sophia, Ella, wirklich durch die erste. Joya mit dem Kini rauf. Mathilda, Nardenken. Rück. Feste Knie, Amelie, Anna. Und Arm öffnen. Ja. Schliessen, macht nichts. Bansche vor, Vivian, Joya, Kerzen gerade. Aber alle, ne? Und aufrichten. Öffnen. Jetzt Adriana, das Knie wirklich an die Seite nehmen, wieder hin. Das sind nach euren Pirouetten. Bleiben, bleiben, bleiben. Und innen stechen. Arrouché. Schliessen. Jawohl. So. Jetzt, das war wieder nichts. Kommen wir zu der Fondue. Dann machen wir in der dritten Position, ohne Arm und nur klein. Es ist Coudepied, dann ist es Öffnen, das machen wir wie ein Stopp. Dann beide strecken, ein Tendu. Nicht einfach Pen zu ist es, Sophia. Schliessen. Dann wieder das Plié, wieder nur das Bein. Dann strecken, Tendu, schliessen. Ganz einfach. Aber ganz, ganz genau mit der Fondue. So. Es ist Plié. Auftun mit
auseinanderstrecken, Tendu, schliessen, plie, auftun, miteinander, Fersen vorzu. Hierzu, plie, auftun, strecken und schliessen, plie, auftun, andere Seite, plie. Käsefäden ziehen, strecken, Tendu, schliessen, plie, öffnen, jetzt schön hineinschliessen, plie, öffnen, jetzt wieder hineinschliessen, nicht in die erste, plie, öffnen, strecken und schliessen. Super! Jetzt machen wir Frappe. Wir haben erst gerade Präparation gelernt für die Frappe. Machen wir es zuerst im Vorhinein. Wir haben das super gut daheim und geübt und haben es wirklich alle können. Es ist 1, 2, 3. Das 3 ist schwieriger, weil das Bein geht raus und der Arm geht führen. Es wäre viel einfacher, wenn das gleich wäre. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir ganz einfach Frappe, schliessen. Frappe, schliessen. 3 Mal Pause. Und wie gesehen, super schön, die Zeche ist hinten, Ferse ist vorne. Ich will da nie irgendwie den Zeche sehen. Der ist nicht mehr da, der ist wie versteckt. Das gibt euch nachher später ganz schöne Füße für Anterolopes, Arabes und für die Spitzenschuhe. Ist nachher super fürs. Einfach 3 vorne, Seite, hinten, Seite. Abschluss, stehen. Und natürlich die richtige Präparation. Die ist halt immer ein bisschen schnell, aber wir werden das schaffen. Wenn ich Musik habe, he? 1, 2, 3, 4. Stehen, zu, 2, zu, 3, zu, Pause. 1, 2, 3 und Pause. Rück, 2, 3, Pause. Eine vorne schliessen, eine hin, eine vorne Pause. Tendu, Abschluss, stopp. Gut, nehmen wir die andere Seite. Achtung! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, 3. Pause. Ferse vor, gell? Ihr denkt an Ferse vor. Und jetzt müssen wir hineinschliessen. Und rück. 2, 2, 3. Pause. 1, 2, 2, 2. 3, Pause, Abschluss und schliessen. Super. Jetzt machen wir Röhle wie Land. Oh, auch immer so anstrengend. Auch Mathilda freut sich immer so über die anstrengenden Übungen. Es gibt immer einen Haufen Kinder, sich wahnsinnig freut über die anstrengenden Übungen. Das ist schon so. Machen wir Röhle wie Land. Einmal vorne. Einmal Seite, einmal hinten. Dann machen wir nur ein Tendu, das wechselt, ein Röhlewe, eine halbe Wendung und alles gerade auf der anderen Seite. So. Schönen Arm schliessen. Tendu.
wechseln, Röhre, halbe Wendung, stopp. Und Dandu, heben, Dandu, schliessen. Seite, heben, Dandu, zu. Und rück, heben, Dandu, Seite, halbe Wendung, schliessen. Ja, ja, ja. Schon weiter geht's, aber wir haben immer. Gut, machen wir Grand Abnahme. Da machen wir einfach drei und die schliessen über den Spitz. Nicht, was Sophia so gerne macht und zu ist. He? Nichts ist. Dandu schliessen. Und auch nicht keinen lassen. He? Ihr nehmt das ganz fein an, dann schliessen. Drei Formen, drei Seiten, drei hinten, drei Seiten. Das wären dann drei plus drei plus drei plus drei. Ich wette, ihr wisst die Zahl, sonst könnt ihr ja so viele Äpfel auslegen, wie das drei. Grandmama sind, das gibt dann 12. Ich weiss, dass ihr es wisst. Ja, jetzt. Oh, es, dann, drei. Es, ups, ich gehe mal in die Decke. Achtung, los, machen wir Spagat. Das ist egal. Das ist egal, hä? Genau. Da habt ihr noch jemanden, der mitmacht, hä? Das ist jetzt schon ein bisschen so. Aha. Achtung, Minute schon. Nehmen wir das andere Bein. Doch noch ein bisschen mit, hä? Ja. Muss er mehr Gage zahlen dem Kater, he, dass er auf den Film kommt. Mehr so seine Körnchen geben. Da.
haben wir es, den Bald. Irgendwie ist hier ein bisschen rum bei mir. Opfer in die Stödeli. He? Gut, die Minuten ist rum. Hast du gerade dort sein? Ja, sonst sieht man dich nicht mehr. Sind wir getroffen? Hast du noch? So, das war das Training für die Gruppe 5. Danke vielmals fürs Vorzeigen. Ich hoffe, es hat Freude gemacht. Ich habe nämlich gestern ein Video von der Ella bekommen, mega, mega herzig. Und sie gesagt hat, sie wünscht sich eben noch ein Training mit mir nur für die Gruppe 5. Da hast du auch ganz recht. Und ich habe mich auch gefreut, dass du mir das geschickt hast, Ella, dass du das gesagt hast, was du gerne hättest. Das finde ich lässig, auch wenn sonst noch jemand von euch einen Wunsch hat, könnt ihr mir das jederzeit schicken. Und über so einen herzigen kleinen Film freue ich mich natürlich ganz besonders, weil ich euch dann auch mal wieder sehen kann. Und bin ich gerade ein bisschen weniger einsam, jetzt wo wir so mit daheim hückeln, ist natürlich wirklich lässig gewesen. Dann habe ich sehr gerne das jetzt gerade für dich gemacht, Ella. Also, ich wünsche euch viel Spass daran, bleibt gesund. Hey, wir machen schon bald wieder Ballett zusammen. Tschüss zusammen! Tschüss miteinander!